Willkommen auf der Satox. Heute habe ich das erste Volume von der Serie Monster für euch. Habe ich schon eine Weile rumliegen. Jetzt zeige ich es euch endlich mal. Hatte ich mir, glaube ich, auf der Buchmesse dieses Jahr geholt. Ja. Und seitdem lag es halt in der Kiste. Ich versuche das mal ganz kurz hier ein bisschen anzubiebeln. Wurde mir noch von der guten Eileen ein bisschen aufgequatscht von Kaiser Anime. So, habe ich es jetzt geschafft. So, jetzt habe ich es. Aber hab halt eigentlich nur Gutes von der Serie gehört, deswegen auch cool, dass so eine etwas ältere Serie bei uns erscheint. Ist halt so einer der Klassiker, kann man schon sagen. Habe ich bis jetzt mich erfolgreich vorverweigert, also beziehungsweise ich habe es einfach bis jetzt nicht gesehen. Nicht verweigert, sonst hätte ich es mir nicht geholt. Ja, hier sind die Episoden 1 bis 12 drauf und das Ganze im Deutschen in 5.1, im Japanischen 2.0 mit deutschen Untertiteln. Bildformat ist 1,33 zu 1, muss ich jetzt hochrechnen, ob es 16 zu 9 ist, wahrscheinlich schon, weil es ist nämlich 1080p. Dann geht das Ganze 288 Minuten, mit dabei ist ein Probemanga, also ein Monster-Manga-Snippet, müsste glaube ich eine Probe sein, ein Booklet, eine Artcard, Trailer und Bildgalerie. Die letzten beiden sind digital. Die ganzen Sachen kommen in einem Sammel, nicht in einem Sammelschuber, in dem Steelbook oder wie hieß das? Steelcase. Mit einem kleinen Schuber, mit einer Rohcard. Finde ich ganz cool, weil das ist tatsächlich mein Steelbook, was sehr unbeschädigt aussieht. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch daran erinnern können an das Elfenlied damals, wie viel ich da an Amazon zurückgeschickt habe, weil es halt komplett beschädigt schon war und so weiter und so fort. Hier haben wir die zwei Discs. Ich lege das mal kurz beiseite, dass wir mal kurz gucken können, ob dahinter noch ein schönes Bild ist. Hier haben ein paar Screens aus der Serie sind drin. Und zack, Disc rein. Jetzt hole ich mal die ganzen Extras noch raus. Das machen wir mal sehen, was hier noch dahinter ist. Und dann haben wir hier auch schon die Artcard. Ich hätte damals sterben sollen, sie haben mich wieder ins Leben zurückgeholt. Klingt schon sehr düster. Dann ist das hier Leseprobe. Hier steht sogar direkt als Leseprobe drauf. Aber bevor ich da irgendwelche rechtlichen Probleme bekomme, lassen wir das lieber mal. Dann haben wir das Booklet. Ich habe noch von richtigen Problemen geredet, aber naja. Aber ich glaube, beim Manga ist es was anderes. Gut, dann bin ich damit eigentlich auch schon durch. Falls ihr euch das gute Stück auch holen wollt, verlinke ich euch natürlich wieder in der Videobeschreibung. Dann gucken, wie ich das in Verein sortiere. So, das sollte alles geschützt sein. Ja, schaut da gerne vorbei. Ansonsten, ja, schaut mir gerne einen Kommentar, je nachdem. Und als kleines Preview für das nächste Video habe ich schon das hier. So, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.